Well, you know, whenever you lose a game by 1 or 2 points, you know, you always think about the one thing that you could have did right. You know, the one free throw you could have made. You know, the one layup you missed. You know, the one shot you missed. You know, the one box out. You know, so it's definitely harder to lose by 2 points. You know, 1 or 2 points than it is to lose by, you know, 15 or 20. You know. You know, I just don't want to say that it was the free throws the reason that we lost the game, but there was more than that. You know, just the little things, offensive rebounds, turning the ball over. You know, but, you know, we got to learn from it. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Niners 360. Nach dem sensationellen Erfolg in Bayreuth haben wir natürlich auch beim Heimspiel gegen den großen FC Bayern München unsere Kameras ausgepackt und waren voller Erwartungen. Schließlich wollten die Chemnitzer Basketballer vor über 1300 Zuschauern unbedingt nachlegen und den Bayern die Lederhosen ausziehen. Doch der Spielbeginn sorgte prompt für Ernüchterung. Die Niners machten viele einfache Fehler. Während der Tabellensechste aus München seine Chancen lässig nutzte und schnell mit 9:0 in Führung lag. Mehr als 3 Minuten vergingen, bis Chemnitz die ersten Punkte erzielte. Taron Harbots Korbleger hatte allerdings die richtige Signalwirkung. Fortan bestimmte die Orange Army das Spielgeschehen und konnte, angeführt von Stan Buford, den Rückstand immer weiter verkürzen. Spätestens als Gary Johnson ein Fastbreak-Layup trotz Foul verwandelte, wurde die Hartmann-Halle erstmals zur Hartmann-Hölle. Mit einer 19:14 Führung gingen die Niners ins zweite Viertel und dort legte Tom Lipke sofort nach. Für Bayern hielt vor allem Kenny Barker dagegen. Und David Rothen durfte mit etwas Glück sogar zum 22:22 ausgleichen. Doch mit einer kleinen Dreierserie zogen die Niners wieder davon. BV-Coach Anton Mioliboff konnte zu diesem Zeitpunkt ganz zufrieden sein. Denn bis auf Kenny Barker hatte man die Münchner gut unter Kontrolle. Und vorn setzte sogar Youngster Stefan an sehr schöne Akzente. Aber ehrlich gesagt, zur Halbzeit hätte es gegen mittelmäßige Bayern schon etwas mehr als die 33:29 Führung sein dürfen. Gerade weil sich bei den Niners nach dem Seitenwechsel erstmal das Wurfpech einstellte. Und sich leider viele Bälle wieder raustreten. So war der knappe Vorsprung schnell aufgebraucht. Und nach einem Dreier von Barker lag München plötzlich vorn. Daran konnten auch eine weitere Auszeit von Anton Miroliboff und schnelle Punkte durch Gary Johnson nichts ändern. Denn die Chemnitzer leisteten sich vorn viele Fehler und bekamen hinten Bayerns Kenny Barker einfach nicht in den Griff. Zwischenstand 37:43. Erst gegen Ende des dritten Viertels konnten die Niners wieder etwas verkürzen. Ein echter Weckruf war dabei der Slam von Dima, wir können alles, außer Dunkings Rastatter. Dem wollte Kapitän Johnson nichts nachstehen und schlug wieder einmal den Buzzer. Ja!
41 zu 44 aus Chemnitzer Sicht. Und gleich zu Beginn des letzten Viertels konnte Johnson weiter verkürzen. Wenn überhaupt, dann haderte Mirolibov in dieser Phase nur noch mit den Schiedsrichtern. Seine Spieler hatten den Schalter aber endgültig auf Sieg umgelegt. Da konnten auch eine Auszeit und ein Glücksdreier übers Brett den Münchnern nicht helfen. Die Niners waren heiß und hatten immer eine Antwort parat. Doch auch Rastatters Korbleger zum 55 zu 51 sollte noch keine Vorentscheidung bringen. Schließlich hatten die Bayern ja noch Kenny Barker. Und bekamen zudem in den letzten zwei Minuten ganze 8 Freiwürfe zugesprochen. Dennoch hatte Chemnitz kurz vor Schluss alle Trümpfe in der Hand. Nach Pufords Layup zum 59 zu 59 versagten den Niners aber die Nerven. Denn Pufford selbst und sein Landsmann Damon Roberts vergaben anschließend 3 Freiwürfe. Weil aber auch Rotims finaler Dreier nur auf dem Ring landete, musste das Spiel in die Verlängerung. Hier lieferten sich beide Teams zunächst ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch allmählich schlug das Pendel zugunsten der Niners aus. Die nun von außen und innen trafen. München dagegen fast nur noch von der Freiwurflinie. Als St. Pufford aber von eben dieser 24 Sekunden vor Schluss nervenstark die 72 zu 69 Führung besorgte, schien der Chemnitzer Sieg fast schon sicher. Doch es folgten die bitteren Szenen, die bereits am Eingang dieser Niners 360-Ausgabe zu sehen waren. Irrer Dreier von Mr. Kenny Barker. Dann ein Foul von München? Oder 2? Nein. Ballverlust Pufford. Korbleger FC Barker. Aus. Und vorbei. No, of course we can bounce back. You know, I think that, you know, we get to Langen next week and, you know, we could beat them by 20 points or we can beat them by 1 or 2, you know. So it just all depends on how we practice and then, you know, how guys come out, you know, after this loss, which, you know, which ain't the worst thing in the world, you know. So just got to play hard and play together, you know, stick together as a team. Nach dieser bitteren Niederlage wollen die Niners schnell zurückkommen. Doch einfach wird es beim nächsten Spiel mit Sicherheit nicht. In Langen ist es immer schwierig. Also es ist eine Halle, die nicht gerade sehr motivierend ist. Und das ist eine Mannschaft, die mit Herz spielt, war auch schon in Chemnitz schon so. Vermeintlich aussichtslos haben sie trotzdem uns einen riesen Kampf hier geboten. Also es ist definitiv keine Mannschaft, die man auf der leichte Schulter nehmen kann, wo man die Nase oben haben darf. Aber auch nicht den Kopf in den Sand stecken sollte. Also auf geht's, Niners. Kämpfen und siegen.